Herzlich willkommen zum Screencast zu Padlet, Mentimeter und Miro. Mein Name ist Lisa Marie Wetscher und wir starten jetzt gleich mit Padlet. Und zwar kann man sich hier ganz einfach mit seinem Google-Konto anmelden oder aber mit einer E-Mail-Adresse. Dann kann man hier rechts oben auf Padlet erstellen verschiedene Formate von Pinnwänden auswählen. Diesen Pinnwänden kann man dann hier unter Titel einen Namen geben, eine kurze Beschreibung hinzufügen, ein lustiges Symbol hinzufügen, das dann im oberen Eck angezeigt wird. Und auch den Hintergrund kann man hier ändern und zum Beispiel Kommentare zulassen. Und dann kann man ganz einfach und schnell hier zu posten beginnen, indem man auf das Plus-Symbol klickt und hier Beiträge hinzufügen kann. Man sieht hier, welche Arten von Beiträgen man erstellen kann. Ich habe hier als Beispiel einen Wikipedia-Eintrag, den ich hier veröffentliche. Und dann kann man unter den drei Punkten unterteilen und exportieren, die Plattform mit anderen Personen teilen zur kooperativen Nutzung. Hier ist wichtig, dass man unter Datenschutz ändern einstellt, was die Personen dann machen können, ob sie nur lesen oder auch schreiben können. Und dann kann man eben hier unter Link kopieren oder QR-Code erhalten, die Plattform ganz einfach teilen. So könnte dann ein fertiges Padlet aussehen. Man sieht hier in der Listenansicht die verschiedenen Beiträge. Genau, und dann gehen wir weiter zur Plattform Mentimeter. Bei Mentimeter kann man auch ganz einfach unter Sign Up sich hier anmelden. Ich verwende wieder mein Google-Konto. Und dann kann ich unter New Presentation ganz einfach eine Wortwolke erstellen. Und zwar wähle ich hier das Format Wortwolke aus. Dann kann ich dem Ganzen hier wieder einen Namen geben und eingeben, wie viele Einträge pro Person gemacht werden können. Und dann kann ich unter Share den Link teilen oder ich gehe hier auf Present. Dann kann ich direkt auf der Website www.menti.com den Code eingeben. Und dann können die Teilnehmer direkt hier Wörter eingeben, die dann direkt angezeigt werden. So könnte dann zum Beispiel eine fertige Wortwolke aussehen. Genau. Als letztes darf ich noch die Plattform Miro herzeigen. Bei Miro kann man sich auch wieder ganz einfach und schnell anmelden. Und hier kann man dann einfach ein leeres Whiteboard erstellen oder man arbeitet mit Vorlagen. Und hier kann man dann in dem Menü auf der linken Seite wiederum Vorlagen auswählen oder aber Notizzettel erstellen. Und diese hier ganz einfach befüllen. Unter Teilen kann man dann hier das Ganze betiteln und dann über einen Link zum Beispiel mit verschiedenen Personen teilen. Hier sehen wir wiederum als Beispiel, wie eine fertige Miro-Plattform aussehen könnte. Ich wünsche jetzt viel Spaß beim Ausprobieren und bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit.